Topspiel der Regionalliga. Der SV Rödinghausen bei Viktoria Köln, der Spitzenreiter zu Gast beim Topfavoriten, der Aufsteiger als Außenseiter beim Aufstiegskandidaten. Die Kölner in Rot, zum vierten Mal mit derselben Startaufstellung. Die Mannschaft funktioniert, sagt Trainer Wollitz, und die zeigt das auch von Beginn an. Sie setzt den SVR unter Druck, spielt giftig. Hier die erste aufregende Aktion, Mike Wunderlich, Pressschlag mit Isan Kalkan. Sorge bei beiden Trainern, beide Spieler können aber weitermachen. Und dann geht es plötzlich ganz schnell, denn die Viktoria erzielt die Führung. Hier Vorarbeit von Koronkiewicz und in der Mitte vollendet Fatih Kanda mit seinem fünften Saisontor. Es ist der erste Gegentreffer für Rödinghausen nach dem Aufstieg. Der SVR reagiert verunsichert, beeindruckt. Und die Viktoria kommt zumeist über die rechte Seite. Da spielt der starke Pagano gegen Marcel Lehnemann. Der ist auf die ungewohnte Position gerückt, weil Felix Frank nicht mitwirken kann. Und Lehnemann hat so seine liebe Mühe. Die Gäste ziemlich zaghaft, mit viel Respekt, nur selten mit solchen Vorstößen. Die Flanke von Bülter, der Kopfball von Sören Sieg und gegenüber ein klasse Angriff der Viktoria mit Wunderlich, mit Day. Er hat ein gutes Auge, prima Vorarbeit. Und wieder ist es Fatih Kandan, der erhöht auf 2:0. Es fällt den Gastgebern ziemlich leicht. Das wirkt fast wie im Training. Und Rödinghausen zeigt in dieser Phase nur wenig von dem, was das Team in den ersten Saisonspielen ausgezeichnet hat. Und plötzlich das 3:0. Die Vorarbeit von Pagano wieder über rechts. Der Schütze diesmal Lukas Nordbeck. Das war eine ganz schlimme Viertelstunde. Ein Doppelschlag in 60 Sekunden, wenn man so will, ist die Partie so gut wie entschieden. Das wird Trainer Ermisch ähnlich gesehen haben. Seine Jungs kommen kaum in die Zweikämpfe. Eine halbe Stunde nun gespielt. Und nun mal eine gute Kombination, etwas von dem Ballbesitzfußball, den man ja vom SVR kennt. Zwar ohne Erfolg, aber immerhin. Auf der anderen Seite aber wieder die Viktoria mit einer guten Möglichkeit. Wieder Pagano, wieder Kandan, aber klasse gehalten von Torwart Jan Schönwelder. Pausenstand 3:0. Jan Schönwelder und seine Kollegen müssen sich vorgekommen sein wie im falschen Film. Nach dem Wechsel zeigen sie aber Entschlossenheit. Sie kommen als Erste aus der Kabine. Sie wollen sich zumindest nicht kampflos geschlagen geben. Jetzt mit zwei neuen Stürmern, mit Rüther, mit Krause. Florian Rüther trifft hier den Ball nicht richtig. Und gleich der nächste Versuch mit Sören Sieg, der mit dem Seitenwechsel rüber zu Evers. Und dann kommt gleich eine Flanke zu Christian Knappmann. Wir nehmen es vorweg, es ist die beste SVR-Chance. Ein guter Kopfball, aber klasse gehalten von Nico Pellatz im Kölner Tor. Eine Stunde nun gespielt, den einen gelingt fast alles, den anderen kaum etwas. Und jetzt folgt der I-Punkt. Die Flanke von Pagano, der Kopfball von Jens Buddecke. Der trifft ins eigene Netz, der Pechvogel. 0:4 aus Sicht des SV Rödinghausen. Für Köln ein perfekter Nachmittag, für den SVR ein ganz gebrauchter Tag. Das Ganze vor knapp 700 Zuschauern. Das Kölner Publikum selbstverständlich zufrieden. Trainer Wollitz ebenso. Und Kollege Ermisch, was soll er machen? Er bringt in der Schlussphase noch einen Stürmer. Jens Schröder für Christian Knappmann. Noch eine Flanke dann durch Krause, aber irgendwie bezeichnend, sie bringt nichts mehr ein. Und gleich noch eine symbolische Szene hier. Der Ballverlust vom SVR oder andersrum ausgedrückt, die Balleroberung der Viktoria und dann dieser schnelle, gefährliche Konter, wieder Kandan. Und Jerome Assauer ist es, der erhöht auf 5:0 das Endergebnis. Aus SVR-Sicht ein grausames Ergebnis. Das Fazit, der Ausflug an den Rhein wurde zu einer Art Bildungsreise. Den Grund nennt Pele Wollitz. Wir haben im richtigen Moment die Balleroberung in der gegnerischen Hälfte gehabt, wo wir alle gemeinsam gejagt haben.
und dann den finalen Pass, der zum Tor geführt hat. Wir haben ja in der ersten Halbzeit noch mehrere solcher guten Situationen gehabt. Ich denke an Pino, wo der zweimal vielleicht eine andere Entscheidung treffen muss. Einmal, wo der Torwart fantastisch hält. Gut, in zweiter Halbzeit ist normal, wenn du 3-0 führst, lässt du immer ein bisschen an Konzentration nach. Ich denke, wir sollten mit dem 5-0 mehr als zufrieden sein. Die Fehler häuften sich und dann sind die natürlich auch so stark, haben da einige gute Leute dabei, die Fehler natürlich dann sofort ausnutzen, ne? Individuell oder dann die Abstimmung passte nicht. Und dann steht es 3-0 nach 20 Minuten, 25 Minuten war es ungefähr, glaube ich. Ja. Und dann haben wir jetzt eine schöne Rückfahrt. Ja, mir kommt es im Nachhinein vor wie eine Butterfahrt. Ganz ehrlich, wir haben uns eigentlich versucht, vernünftig vorzubereiten, aber dann ist von Anfang an im Spiel alles schiefgelaufen. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Wir haben uns auch nicht gefangen und zur Halbzeit war das Spiel eigentlich schon gegessen. Und das darf uns eigentlich nicht passieren. Wir müssen das als Lehre mitnehmen und versuchen, das Beste daraus zu ziehen. Aber so darf man sich nicht präsentieren. Ich bleibe, wenn wir immer so gespielt hätten, dann hätten wir auch keine 9 Punkte. Aber das, was die Mannschaft ausmacht, ist was anderes und das haben sie heute nicht gezeigt. Wir haben gesehen, dass ohne Einsatz in der Liga nichts geht, aber wir haben auch gesehen, dass wir bei 5-0 ist das schwierig, aber dass wir auch ein paar ganz gute Aktionen nach vorne hatten. Darauf lässt sich sicher aufbauen, aber wir müssen halt sehen, dass wir die Tugenden Zweikampf laufen, dass das erstmal im Vordergrund steht, dass wir dann auch so die Punkte dann weiterholen. Ne?